Paul Friedrich Koller jetzt bei uns, Torschütze zum 1:0. Führ uns ganz kurz durchs Tor. Wie ist das passiert? Was ist auch nach dem Tor in dir vorgegangen? Ja, also zuerst, was sich die ganze Saison schon ein bisschen durchzieht, unser Abseits-Tor. Ich habe ja schon 2 Abseits-Tore gemacht. Erster Blick ist auf jeden Fall zum Linienrichter rausgegangen, deswegen habe ich mich auch noch nicht umgetraut. Aber dann ist die Fahne unten geblieben und dann ist natürlich gleich ab in die Kurve gegangen und war ein richtig geiles Gefühl. Ja. Gutes Spiel generell. Ihr habt heute auch gegen Dornbirn durchwegs gut spielen können, beziehungsweise habt die Dornbirn auch kaum zu Chancen gelassen. Was war da heute das Erfolgsgeheimnis? Ja, ich glaube, dass wir zu Hause allgemein, also defensiv stehen wir die ganze Saison über schon richtig gut, meiner Meinung nach. Und zu Hause ist das vielleicht noch einmal ein Stück weiter verstärkt. Also wir lassen wirklich gar nichts zu Hause. Und das haben wir heute auch wieder bewiesen und auf den Platz gebracht. Und das war richtig gut von uns. Man hat eine positive Bilanz auch gegen Dornbirn. Spielt das ein bisschen im Kopf mit, dass man dann doch vielleicht als kleiner Favorit in ein Spiel geht? Na, also die Favoritenrolle haben wir uns definitiv nicht gegeben. Es war klar, dass wir nach einem späten Spiel einen Sieg wollten, an die zweite Halbzeit anschließen wollten. Das haben wir versucht und ich glaube, das ist uns auch gut gelungen. Chancenauswertung aus deiner Sicht heute gut gemacht, gut gelungen. Man hat, glaube ich, 5, 6 größere Chancen gehabt. 2 Treffer waren dabei. Ja, auf jeden Fall. Es ist einmal wichtig, dass wir 2 Tore gemacht haben, dass wir gegen Ende hin auch noch das 2. Tor gemacht haben und den Deckel drauf gemacht haben. Das war auf jeden Fall richtig gut. Aber ich glaube trotzdem, dass wir vielleicht im letzten Drittel noch ein Stück mehr Konsequenz haben könnten, ein bisschen mehr Geilheit aufs Tor. Und ja, ich bin mir aber sicher, dass wir das in der letzten Partie jetzt da vielleicht noch besser machen und dann 3 Punkte holen. Jetzt sind wir in der Halbzeit angekommen. Ich möchte gleich das Wort auch aufnehmen. Wie kann man jetzt diese Geilheit aufs Tor in den nächsten 15 Spielen noch ein bisschen verstärken? Ja, ich glaube, wir sollten einfach gleich reingehen, wie in das Spiel jetzt da. Also auf jeden Fall zu Hause wieder. Wir wissen, dass wir zu Hause stark sind. Kapfenberg zu Hause ist aber trotzdem dennoch schwierig. Steirer Derby und wir wissen, worauf es ankommt. Und das müssen wir einfach auf den Platz bringen und schauen, dass wir nächste Woche einfach um jeden Preis 3 Punkte mitnehmen. So, Michael Lindl jetzt nach dem Spiel bei uns. 2:0 Erfolg gegen Dornbirn, gegen eine Mannschaft, die unangenehm zu spielen ist, die eine deutliche Leistungssteigerung auch aus dem letzten Jahr mitgenommen hat. Wie habt ihr euch auf dieses Spiel heute mal vorbereitet? Naja, wir haben gewusst, dass es schwierig wird. Dornbirn, wie gesagt, hat einen guten Lauf, hat gute Spieler drinnen. Ist die Handschrift da immer mehr zum Sehen vom Trainer. Deswegen ja, war es nicht ganz so einfach und wir haben schon gewusst, dass wir das Spiel gewinnen müssen, damit wir wirklich vorne dabei bleiben. Somit war es ein richtig schwieriges Spiel, aber im Endeffekt haben wir das Spiel gewonnen, das zählt. Also Aufgabe mehr als erfüllt in dem Fall. Dornbirn hat man heute kaum zu Chancen gelassen. Was war da das Rezept dahinter? Ja, ich glaube, die ganze Saison über schon lassen wir den Gegner relativ wenig Chancen. Das ist natürlich, weil die Abwehrkette richtig gut arbeitet und zusätzlich, glaube ich, die ganze Mannschaft als Verbund einfach richtig gut arbeitet. Und da gehören alle dazu. Schlussendlich können in der Offensive alle dazu. Ja, und deswegen ist es schon schwierig, gegen uns Tore zu erzielen, aber in der Offensive muss schon noch ein bisschen besser werden. Was muss in der Offensive noch besser werden? Ja, wir müssen zielstrebiger werden, glaube ich. Wir müssen ballsicherer im letzten Drittel werden, damit wir auch wirklich uns festsetzen können. Und das haben wir einfach nicht immer. Deswegen ist es einfach schwierig, deswegen oft das Spiel geht man ab und zu ein bisschen zu viel hin und her. Aber schlussendlich haben wir es trotzdem kontrolliert und ich glaube auch, dass der Sieg in Ordnung geht. Ein wichtiger Sieg auch für die Tabelle. Jetzt rutscht man doch noch ein Stückchen nach vorne. Die Halbzeit auch in der Saison ist erreicht. Was ist dein Resümee bisher? Ja, zu viele Unentschieden. Ganz klar zu viele Unentschieden. Ansonsten haben wir es in Summe, glaube ich, ganz ordentlich gemacht. Wenn wir vielleicht das eine oder andere Spiel, wo wir Unentschieden gespielt hätten, gewonnen hätten, dann wären wir natürlich viel weiter vorne. Und an dem müssen wir einfach arbeiten, dass auch wenn wir 1:0 führen, wir bis zur letzten Minute so verteidigen, dass wir einfach keins bekommen. Und ja, deswegen in Summe gesehen zu viele Unentschieden. Aber wir sind vorne dabei, wir sind in Schlagdistanz und das zählt. Nächste Woche das Spiel gegen KSV. Was nehmt ihr euch da vor, beziehungsweise habt ihr euch vielleicht da auch schon ein bisschen vorbereitet? Nein, vorbereitet haben wir uns nicht. Fakt ist, dass wir gewusst haben vor dem Spiel, dass wir beide gewinnen müssen, wenn wir ganz vorne dabei bleiben müssen. Die Ausgangslage hat sich nicht verändert, außer dass wir heute gewonnen haben. Somit ist die gleiche Herangehensweise wie heute nächste Woche, dass wir das Spiel gewinnen wollen und ich hoffe, dass wir das auch tun werden. Also Vorbereitung Spiel für Spiel. Absolut, alles andere macht keinen Sinn. Super, dann machen wir einfach nochmal ganz kurz Werbung für nächste Woche Samstag. Kurze Motivation, dass alle Fans dabei sind. Ja, wir brauchen euch alle. Kommt ins Stadion nächste Woche gegen Kapfenberg, wird ein richtig schwieriges Spiel und wir müssen den Anschluss halten. Somit kommt ins Stadion, freut uns an, damit wir die 3 Punkte holen.